Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Ryan's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Leuchtende Perle auf der Switch. Ja, meine Freunde, wir haben die 8 Orden zusammen. Ich kann es mal eben hier nochmal einblenden. Da sind sie auch. Sehen die nicht toll aus? Ja, wir haben die 8 Orden. Wir durften jetzt eigentlich auch zur Pokémon-Liga. Und hier steht es auch unten. Ne? Wir sollen uns eigentlich jetzt auch zur Pokémon-Liga begeben. Ich hätte da aber ehrlich gesagt noch eine andere Idee. Nämlich würde ich einfach gerne jetzt nochmal hier in Ruhe die Karte mir mal anschauen. Mal gucken, was wir hier ja noch Interessantes unter Umständen entdecken können. Weil, wenn ich mal hier einen Blick reinwerfe, also auf der Eiseninsel, glaube ich, waren wir bislang noch nicht. Und ich meine, wir können ja mit einem Boot von Fleetburg aus dorthin. So, und ich weiß nicht, also hier in diesem, ja, ich nenne es immer Safari-Zone, ne? Da waren wir ja auch schon mal unterwegs. Ich weiß aber nicht, was das hier beispielsweise ist. Wir können es mal eben, steht da irgendwas? Pokémon-Landgut, okay, Ziergarten. Also ich meine mich nicht zu erinnern, dass wir da mal waren. Weil wie gesagt, eigentlich müssten wir jetzt hier hoch zur Pokémon-Liga. Und ja, irgendwann würden wir hier auf die Top 4 treffen. Ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt. Also wir müssen uns auf jeden Fall noch besser aufstellen, ne, mit unserem Pokémon. Das heißt, wir schauen jetzt einfach erstmal hier und gucken uns nochmal ein bisschen die Gegend hier an. Was wir hier eventuell noch entdecken. Ja, und währenddessen versuchen wir auch einfach parallel unsere Pokémon in irgendeiner Form, ja, auch entsprechend zu leveln, würde ich mal sagen. Deswegen, bevor ich jetzt hier noch weiter vor mich hinrede, ich würde einfach noch mal eben zur Sicherheit hier in den Shop gehen und mal schauen, was die denn heute für Pokébälle am Start haben. Denn normalerweise wechselt das Angebot, wenn ich mich nicht ganz irre, aber naja, keine Ahnung. Luxusball, den hatten wir, glaube ich, zuletzt auch mal hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gehen wir hier wieder raus. Denn ich bin natürlich ein großer Freund vom Flottball, ne? Also wer das inzwischen nicht mitbekommen hat. Von den Flottbällen, da können wir uns eigentlich ja echt die Tasche komplett voll machen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Deswegen also vielleicht auch der Hinweis für euch da draußen, wenn ihr jetzt irgendwie die Hauptstory verfolgen wollt, ne, dann vielleicht mal aufs nächste oder aufs übernächste Video gehen, weil hier wird jetzt erstmal recht wenig passieren, ne, gerade was die Hauptstory betrifft. Ich kann natürlich gerne auch später in den nächsten Videos immer noch mal drauf eingehen, was wir jetzt hier gemacht haben, ob wir Pokémon gefangen haben oder wie auch immer. Daher, wie gesagt, es ist euch überlassen, einfach dieses Video zu überspringen und ja, im nächsten Video mal reinzuschauen. So, wir schauen aber auf jeden Fall mal hier nach. Ich frage mich aber auch, ob inzwischen, ist denn jetzt inzwischen auch hier, ich weiß gar nicht, welches Pokémon denn hier, was ist das, Vesprit hier? Ich will mal kurz mal checken, ob das jetzt da drin ist. Tatsächlich, das ist. Kann man das mitnehmen, oder? Yes. Vesprit ist davon geflogen. Was passiert? Oh. Jupp. Das war doch gerade Vesprit. Oder etwa nicht? In der Bibliothek von Fleetburg hatte ich dir aufgetragen, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln, was du erfolgreich erledigt hast. Doch leider liefern diese Daten keine Antwort auf das Geheimnis der Entwicklung. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum sich nur bestimmte Pokémon entwickeln können. Letztlich habe ich nur noch mehr Fragen, für die ich eine Antwort suche. Ja, ich auch. Naja, es hat ja auch sein Gutes. Denn so bleibt die Arbeit zumindest spannend. War es das jetzt, oder? Jupp, warum suchst du nicht nach Vesprit? Mich schien es so, als wolle es mit dir spielen. Die Landkarten-App von Poketch sollte dir den Aufenthaltsort des Pokémon anzeigen können. Wie bitte? Du hast die App noch nicht? Dann solltest du der Poketch-Gesellschaft einen Besuch abstatten. Also gut, Jupp. Auf deinen Reisen begegnest du bestimmt noch viele verschiedene Menschen und Pokémon.
Diese Begegnungen werden dir viele aufregende Momente schenken. Genieße es in vollen Zügen. Bis dann, Jupp. Ja. Lieber Professor, mach es gut. Es war mir auch wieder eine Freude. Okay, gut. Wir gehen einfach wieder raus. Wir möchten gerne den Surfer einsetzen. Gut, dann würde ich sagen, springen wir auch wieder aufs Rad. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Wir radeln halt ganz entspannt ein klein wenig durch die Gegend. Was man eben so macht, wenn man 8 Orden besitzt. Trifft auf wilde Pokémon. Na gut, das ist natürlich, also es könnte jetzt lästig werden, ne? Das ist auch klar. Ist halt die Frage, ob wir sonst hier irgendwie einen Topschutz aufmachen. Ah, das kommt jetzt natürlich häufiger, ne? Das ist klar. So, jetzt sind wir hier in Sandgemme. Ja, wir müssen einfach mal nachschauen, ne? Weil es gibt natürlich wieder hier irgendwo Stellen, wo wir jetzt vielleicht irgendwie schwimmen könnten. Hier zum Beispiel, was wir ja vorher nicht konnten. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Was wir da Schönes irgendwie entdecken unter Umständen. Wie die zwei hier, die hier hin und her laufen. Die wollen doch bestimmt kämpfen, oder? Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen. Aber meine Pokémon können das richtig gut. So, dann schauen wir mal, welche Pokémon Angelika am Start hat. Fängt an mit einem Marill. Ist natürlich die Frage, welches Level, ne? Level 29, ja gut, also. Da müsste selbst der Schlitzer, der müsste hier wahrscheinlich ausreichen, oder? Nein! Das könnte jetzt gefährlich werden, ne? Aber. Achso, umgibt sich einfach nur mit Wasserring, ja. Da müssen wir uns auch nicht stressen, oder? Ja, komm, wir bleiben einfach drin. So, wir machen mal einen Lebensschuss. Anscheinend nicht gut genug. So, du willst auch bestimmt noch kämpfen, oder? Ich mag meinen Schwimmreifen. Und außerdem bewundere ich Quallen-Pokémon. Mach mal die Drachenklaue. In dem Fall ist es ja auch noch so, dass man, wenn man das Pokédex ja voll hat, ne? Da bin ich ja auch schon mal drauf eingegangen, glaube ich. Wenn man das Pokédex voll hat, und in dem Fall muss man nicht die Pokémon fangen. Es reicht aus, wenn man denen quasi begegnet. Also entweder wilde Pokémon oder andere Trainer, die Pokémon einsetzen. Wenn man das dann vervollständigt hat, würde man quasi ja diesen erweiterten Pokédex erhalten. Und dann könnte man über 400 Pokémon hier fangen. Und wenn man gegen alle Trainer in dem Spiel hier einmal antritt, dann sollte man auch das Pokédex voll bekommen. Deswegen, das ist auch eben noch einer der Themen, warum ich hier sowieso mich nochmal umgucken möchte. Ich lasse mich treiben.
Er ärgert sich ein klein wenig. Ja, das ist wie gesagt einfach der Grund dafür, ne? Dass wir hier jetzt noch mal ein bisschen uns umschauen. Noch mal gucken, was hier so abgeht. So, wenn die da schwimmen, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir das Lux dreimal und so, das Item geben wir auch mal rüber. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt auch langsam mal Gedanken machen. Ich habe es auch schon häufiger gesagt, welche Pokémon denn jetzt in die engere Auswahl kommen für die Top 4, auf die wir irgendwann mal treffen. Das würde ich vielleicht sonst gleich mal nochmal kurz angehen. Schwimmen ist eine Ganzkörpererfahrung. Du solltest auch schwimmen. Nee. Das passt schon. So, 4 Pokémon hat sie am Start. Da, erstmal natürlich Elektroattacken da rein. Hier bleibt natürlich drin hier. Jetzt frage ich mich, ob die wirklich mit 4 Goldinis hier am Start ist oder vielleicht auch ein Goldking. Ja. 4-mal Goldini. Gut, ich sollte eigentlich nichts sagen. Ne? Ich glaube, bei dem. War es der 7. Arena-Leiter? Hatte ich auch, glaube ich, 3 Ponitas am Start, also daher. Viel besser bin ich da auch nicht. Gesunken wie ein Stein. Das kann 13.000 Pokédollar, habe ich das richtig gesehen? Das ist ja mal ordentlich. Wir gehen natürlich hier raus. Jetzt müssen wir mal gucken. Also die sieben schon bestimmt auch nochmal kämpfen, oder? Der menschliche Körper hat mehr Auftrieb im Meer. Schwimmen ist dort also einfacher. So, sie hat jetzt 2 Pokémon. Wie sagt ihr, so einen großen Pokéball da? Was ist das? Soll das eine Schwimmhilfe sein, oder? So, auch erstmal hier wieder ein Donnerschock. Um ein klein bisschen reinzufinden in die ganze Thematik. Also nicht, dass wir da reinfinden müssen, ne? Also. So, Anton kommt. Wir bleiben natürlich drin. Das Wasser ist so salzig. Also wir haben gerade eben im Leben nicht 13.000 bekommen, ne? Wir haben jetzt gerade eben 1.300 noch was, also. So, wir haben Äther gefunden. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ja, wir können erstmal, wir setzen mal einen Topschutz ein, oder?
Hier habe ich auch mal falsch, ne? Ja, Quatsch. Irgendwann. Irgendwann habe ich es raus. Das ja doch. Und nur noch einen von. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Da müssen wir noch einen neuen kaufen. So, wo geht's denn hier hin? Hier geht's schon mal nirgends hin. Das ist gut. So, gehen wir erstmal hier hoch. Nehmen das Item mal mit. Zertafel, aha, interessant. Okay, es ist hinten was eingraviert. Das Urwesen erschuf zwei Geschöpfe für Raum und Zeit, die es in die Welt entsandte. Okay, wir verstauen die Wassertafel in die Tasche. Dann würde ich sagen, springen wir hier wieder rein. Und gehen wieder raus. Ja gut, also ne, hier die Pokémon, die hier unterwegs sind, also die sind natürlich keiner Rede wert, ne? Also, das hört jetzt ein bisschen komisch an, aber die sind einfach auch vom Level uninteressant für uns. Ne? Hier ist nochmal ein Schwimmer. Ich lebe ausschließlich, um zu schwimmen. Erklär mir doch den Reiz der Pokémon. Sehr elegant. So. Natürlich auch hier. Ist ja bekannt, ne? Aber warum sollen wir auch was anderes machen, ne? Wenn es effektiv ist. Wir können uns da auch entsprechend kurz halten. Das ist doch eigentlich für uns alle ein Mehrwert, oder? Aber trotzdem, gleich ist ja nicht so, dass ich schon häufiger erwähnt habe, ne? Aber gleich müsste ich noch Gedanken machen, welche Pokémon denn jetzt in die engere Auswahl kommen, ne? Also, wenn ich jetzt schon gegen die Trainer hier antrete, ne, bekommen wir auch EP-Punkte und die können die Pokémon ja auch unter Umständen mitnehmen. So, Tentacha kommt, wir bleiben drin. So, setzen wir uns nochmal aufrecht hin hier. Und beenden dann das Ganze. Sehr gut, sehr gut. Geil. Wow, das hat Spaß gemacht. Ja, das mit deiner Brille sah aber eben schmerzhaft aus, also nicht zu empfehlen. So, da ist noch ein Item. Das nehmen wir natürlich mit. Okay, jetzt kommen wir da so nicht dran. Achso, wir können hier hoch. Aha. Okay, Carbon. So, können wir denn hier wieder... Wir können hier weiter. Aber ist die Frage, ob wir jetzt da rechts wieder rauskommen oder ob hier irgendwas gesperrt ist. Ja, okay. Route 221, wo sind wir denn jetzt? Sekunde mal. Ach, guck mal, da geht's irgendwo hin. Ja. Das ist ja genau das, was ich meinte, ne? Dass man sich mal so ein klein bisschen hier umgucken muss, soll, kann. Kommen wir da nicht raus? Da müssen wir bestimmt oben rum. Aber die ist auch nicht umsonst hier, oder? Bestimmt gibt's hier irgendwas ganz Besonderes bei ihr. Wasser-Pokémon kommen in vielen verschiedenen Formen und Größen vor. Ich zeige dir das Wasser-Pokémon, das ich mir ausgesucht habe. Bring nochmal ein Gardos oder sowas. Also, nicht immer... Ein Enteron ist auch okay. Ist ja mal was anderes, ne? So, jetzt machen wir erstmal einen Funkensprung, würde ich sagen. Ne? Der hat ein bisschen mehr Power. Das Enteron zuerst angreift, ne? Und das mit Level 33 oder was hatte der jetzt eben? Also. Hut ab. Nach einer Niederlage kann ich nicht prahlen. Ich bin so enttäuscht.
So, jetzt nutzen wir einfach mal die Gelegenheit. Ich schaue jetzt nochmal eben hier rein. So, jetzt müssten wir uns irgendwie überlegen, welche Pokémon denn jetzt in die engere Auswahl kommen. Ne? Also, beim Panferno und beim Luxtra würde ich eigentlich sagen, die sind safe dabei. Einfach, weil das Luxtra jetzt ne, die Elektroattacken und dann auch Unlichtattacken drauf hat. So, unser Panferno hat Feuer- und Nahkampf- oder Kampfattacken. So, beim Knaxel habe ich auch schon mal gesagt, wenn wir irgendwann mal ein Knackrack haben, ist auch nicht schlecht, ne? Also, Typ Drache und Boden könnte uns weiterhelfen. Roselia ist auch safe mit dabei, ey, mit Typ Pflanze. Sowas von am Start. Da gibt es meiner Meinung nach auch eben keine zwei verschiedenen Meinungen. So, die Wackelkandidaten sind natürlich hier Inzi und Georock, würde ich sagen, ne? Also ich würde ja echt das Pinsir hier mal rausnehmen. Genauso wie das Georock. So, wir bräuchten auf jeden Fall, bräuchten wir noch ein Wasser-Pokémon. So, Gyarados ist natürlich mit einer meiner Favorites, ne? Aber das Gyarados hat auch Level 31, ey. Das braucht ja Jahre, bis wir das irgendwann mal oben haben. Ist halt die Frage, ob wir irgendwie nochmal ein anderes Kapador oder sonst ein Gyarados finden. Wir hätten halt sonst noch das Bojelin. Das hätte ja auch Typ Wasser. Ich frage mich, ob das Bojelin auch zum Beispiel Eisattacken beherrschen kann. Das wäre natürlich mal nice herauszufinden. Das Zwirlich, muss ich ja sagen, finde ich auch gar nicht so uninteressant, weil das ja Typ Geist ist. Und Typ Geist ist auch nicht immer so schlecht, ne? So, Bronzong, Stahl, Psycho, oh, der ist auch keine schlechte Kombi, ne? Könnte weiterhelfen. Das Palkia, ganz ehrlich, ich möchte das nicht mitnehmen, sorry. So, das Quiekel hätte auch noch Typ Eis, auch gar nicht so schlecht. Ah, ich tue mich da schwer. Ist die Frage, ob das Strassler mal mitnehmen. Wir nehmen das mal mit. Und leveln es einfach mal und dann gucken wir einfach mal, was irgendwie noch kommt. Ich weiß es nicht. Bin im Moment irgendwie noch komplett unentschlossen. Aber ich würde einfach mal sagen, die ersten vier, die hier stehen, ne, die sind sowas von sicher, sind die. Und hier müssen wir uns einfach noch überlegen, was wir mit dem machen. So. Gut gelabert. Jetzt gehen wir auch erstmal wieder hier zurück. Können wir dann jetzt da hoch und dann oben weiter schwimmen, oder? Ja, okay, das geht. Achso, unser Schutz wirkt nicht mehr. Das ist okay. Okay, immer richtig atmen, Joe. Jetzt bist du bereit. Okay, es regnet. Dann versuchen wir uns auch zu beeilen. So, Welser kommt als nächstes. So, dann auch hier müsste eigentlich auch Typ Wasser sein, ne? Also könnte... Es hat keine Wirkung. Oh nein. Dann muss es ja auch irgendwie Typ Boden haben, oder? Sehr wahrscheinlich. Ja, komm, dann machen wir mal einen Knirscher. Der wird ja hoffentlich hier was anrichten. Spaßkanon habe ich auch irgendwie, also klar, hat er eben schon mal gemacht, aber ich glaube, in der Form auch noch nie so gesehen. So, nochmal. Knirscher und dann haben wir es hoffentlich auch. Hoffentlich. Ja, das sieht doch etwas besser aus. So. Sehr, sehr gut.
Ich habe meinen Schwung verloren. Das mit der Taucherbrille. Einfach richtig gut aus. So, hier links. Ja, gut, hier waren wir auch schon, klar. Ich muss auf jeden Fall nochmal einen Topschutz holen. Wir hätten ja, glaube ich, auch noch normalen Schutz, ne? Das können wir sonst auch noch bis dahin, bis wir irgendwann mal hier rauskommen. Erstmal aufbrauchen. So, hier ergreifen wir auch sofort die Flucht. Jetzt gucken wir mal eben. So, hier ist Schutz noch zweimal. Komm, nehmen wir erstmal das. So. Und dann, es hält zwar nicht lange, aber wir können zumindest hier gegen die zwei kämpfen. Ich habe einen neuen Bikini gekauft. Das aktuellste Modell in diesem Jahr. Auf die Plätze, fertig. Los. Jetzt müssen wir aufpassen. Unser Knacksel ist natürlich jetzt gegen Wasserattacken sehr empfindlich. So. Dennoch würde ich sagen, erstmal der Funkensprung bei Garados, weil der würde sogar, ich glaube, doppelt und dreifach noch reingehen. Und hier würde ich sagen, nehmen wir Drachenklaue. So, Drachenklaue rein da. Einschlag, das reicht. Aua, 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 ich habe einen Krampf im Bein. Was Besseres ist euch jetzt auch nicht eingefallen, offensichtlich. Nanu. Da haben wir jetzt auch endlich unser Knackrack. Yes. Sehr nice. Jo. Knacker möchte Knirscher erlernen. Können wir uns auch mal angucken. Das ist ja auch eine Unlichtattacke. Vielleicht nicht ganz uninteressant, wenn wir hier noch ein bisschen Variation reinbringen. Ja, komm, wir machen dann den Schlitzer hier weg. Und nehmen den Knirscher. Ja, sehr schön. So, ist das die Frage? Hier rechts ist ja irgendwas, ne? Hier ist auch irgendein Haus auf der Karte zu erkennen. Wir gehen nochmal eben hier oben her. Weiß jetzt nicht. Sie will bestimmt auch, ne, noch nicht kämpfen, aber wir nehmen nochmal eins. Frag mich halt nur, ob wir hier jetzt irgendwie... Ah, wir hätten dann... Ah, oh, okay, alles klar. Ne, gut zu wissen. Und dann kämpfen wir noch hier gegen... Gegen die Dame hier im Wasser. Ich wirke vielleicht nicht so, aber ich bin ein Star. Ich mag diese Bescheidenheit. Ich mag die Bescheidenheit von den Leuten hier. Die ist super. So, Militalis kommt als nächstes. Wir
könnten noch mal wechseln. Dann ziehen wir das Trassler mal rein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das Midi Talis ist. Ist auch Psycho, ne? Ist das Kampf-Psycho? Ich bin immer ein bisschen verwirrt. Keine Wirkung. Okay, jetzt sind wir auch noch paralysiert, okay. Hat die Frage. Aber keine Ahnung, wir machen mal einen Seher. Okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, das Trassler hier reinzuholen. Ja. Nee, das war ein vollkommener Quatsch, was ich hier gemacht habe, offensichtlich. Das Zwirrlicht. Nehmen wir mal. Das ist die Attacke von eben noch. Ja. Ist ja schön, dass die jetzt gesessen hat. So, Golking kommt als nächstes. Wir wechseln dann auch natürlich. Und bringen das Luxtra wieder rein. So, Funkensprung und dann will ich doch mal hoffen, dass das Thema jetzt auch vom Tisch ist. Ich habe verloren, aber zumindest hatte ich Spaß. Das ist die Hauptsache, oder? Das ist doch die Hauptsache. So, Schutz wirkt nicht mehr. Oh, ich wollte doch nur das Item haben. Nee. Hier gehen wir auch wieder raus. So, und jetzt versuchen wir das Item hier zu nehmen. So, Protein. Schöne Sache. So, wir gehen nochmal rein. Gegen ihn haben wir noch nicht gekämpft, ne? Nee. Nun gebe ich beim Schwimmen eine anmutige Figur, ne? Wenn wir jetzt bestimmt dir genau sagen können, lieber Leon. So, Gastrodon kommt als nächstes. Jetzt muss ich wieder aufpassen, weil das Gastrodon ist ja auch Typ Boden. Wir nehmen mal das Roselia. Ich frage mich gerade, ist jetzt das Gastrodon Typ Wasser und Boden? Könnte sein, oder?
Ich verwechsel das immer. Egal. Mit unserem Roselier müssten wir eigentlich ganz gut dastehen. Yes. Überhaupt keine Probleme hier für uns. Zack. Letztendlich fühle ich mich doch etwas erschöpft. Ja, dann geh doch mal aus dem Wasser und entspann dich ein klein wenig. So. Jetzt nochmal schnell hier raus. So. Schnell weg hier. Ich nehme an, gegen den Angler müssen wir auch bestimmt... Ah, hier ist noch ein Item. Glas Honig, sehr gut. Mogelbaum. Ja, ich würde sagen, wir sprechen jetzt auch noch mal den Angler hier vorne an. Wenn er auch Bock hat zu kämpfen. Hey, ich angle gerne, aber meine wahre Liebe gehört dem Kämpfen. Und dann würde ich auch sagen, dass wir danach auch nochmal ein kleines Päuschen einlegen. So, Karabas kommt als nächstes. Eigentlich müsste doch hier auch der Donnerschock also so richtig reingehen, oder? Also der macht zwar weniger Schaden im Gegensatz zum Funkensprung, aber in dem Fall sind Elektroattacken sogar vierfach stark, ne, gegen Skarados. Weil es eben dem Typen Wasser und Flug zugeordnet ist. So, wir bleiben drin. Wiederholen das noch einmal und dann haben wir es auch geschafft. Tja, Dieter, es tut mir leid. Platsch. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, werden wir jetzt hier nochmal eine kleine Pause einlegen. Ich kann noch mal eben kurz einblenden, wo wir uns denn jetzt hier auf der Karte befinden. Hier unten ist es nämlich, ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt hier genau ist. Also scheinbar ist da ein Haus, sehe ich das richtig? Ich habe keine Ahnung, was da ist. Wir werden es auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Wenn euch das Ganze hier gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir wandelt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal so weit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.